Einen wunderschönen guten Abend. Ich darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Uschi. Ich bin in einem schönen grünen Wiener Bezirk zu Hause, bin aus dem Pflegemanagementbereich, medizinischer Bereich, 46 Jahre jung und suche auf diesem Weg meine dritte große Liebe. Wann ist die letzte große Liebe verschwunden? Naja, in den jungen Jahren mit 29, 30, so ist die zweite entschwunden. Aber die große Liebe war mit 17, die war ganz toll, den habe ich leider entschwinden lassen, weil einfach Langeweile wahrscheinlich da war. Es war einfach zu normal. Ja. Ja? Ja. Und Sie wollten was Verrücktes erleben? Ja, genau. Ja, dann kam die zweite große Liebe, da ist das Beste, was mir passieren konnte, mein Sohn, der großartig ist und schon 19 ist. Und dann eigentlich nur mehr vereinzelt, also Affären, nichts Fixes mehr, kein, also wo man sagt, wirklich, das ist es, das hat. Ja. Warum glauben Sie, ist das so passiert, dass sich die großen Lieben verflüchtigt haben und naja, die Affären übrig blieben? Weil ich wahrscheinlich zu ungeduldig war am Anfang. Und jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen zu anspruchsvoll geworden, weil jeder, der mir begegnet, ich ziehe offensichtlich die falschen Leute an, ich weiß es nicht. Also entweder sind sie nur an einem interessiert, ja, das ist mir dann wieder zu wenig, oder sie wissen nicht, was sie wollen, ja, und das ist ein Problem, weil ich weiß schon, was ich will und ich bin auch, natürlich, man muss auch umgehen können, also mit einem Voll-Vibe, ja, sag ich jetzt einmal, das ein bisschen selbstbewusst ist und auch eine eigene Meinung hat, also damit können nicht sehr viele umgehen. Was für Schwierigkeiten haben die Männer mit Ihnen oder Ängste? Wahrscheinlich, dass ich zu dominant bin. Und wie drückt sich Ihre Dominanz aus? Naja, wann? Ich sage, was ich mir denke. Ja? Und ich führe auch gerne das Zepter natürlich, ja? Also, weil ich das auch gewöhnt bin. Aber ich meine es nicht ungut. Und irgendwann funktioniert es dann nicht mehr. Ja. Können Sie aber ja. auch mal nachlassen und uns, ja, kann ich auch. Uns die Herren ja. bestimmen ja, lassen? Ja, natürlich, natürlich. Ja. Wenn ich mich wohlfühle und wirklich zu 100% sicher fühle, ja? Und wenn ich merke, derjenige liebt mich wirklich, ja? Also, dann ist es klar, dann gibt man auch nach. Also es geht schon natürlich Kompromisse, also das soll nicht man das Problem. Man kann schon Erbarmen haben, natürlich, auch mit diesen armen Geschöpfen. Ja, genau. Genau. Mhm. Ja. Was möchten Sie mit ihm erleben? Ja, vieles. Einfach alles, was schön ist. Theater, Konzerte, also Oper, ja, auch Rockkonzerte. Lesen, Literatur, also auch gern fortgehen mit Freunden. Feiern natürlich, Karten legen durchaus, ja, also spirituelle Dinge. Seminare, wo man sich beschäftigt mit Dingen, die man nicht sehen kann. Was weiß ich, Quantenheilung oder mentales Heilen. Auch alles, was mit Erzengeln und Schutzengeln zu tun hat. Und was ist der Unterschied zwischen Schutzengel und Erzengel? Naja, die Erzengel sind ja sehr mächtig. Ja? Also zumindest, was ich weiß. Ja? Schutzengel sind natürlich, das sind Heerscharen. Ja? Also das sind, die hat jeder Mensch, glaube ich, also wenn er daran glaubt. Mit denen kann man wirklich reden. Und sagen die was zurück? Ja, man spürt es und man kriegt Impulse. Ja, also in den richtigen Augenblicken, ja. Also das schon. Und die Erzengel sind nicht so nett? Oh ja, natürlich. Aber sie sind halt mächtiger und es geht schon, natürlich. Ja, es kommt immer darauf an, welchen man bittet. Ja. Irgendwer hat mir mal erzählt, ein Medium einmal, dass eben irgendwie jemand kommen wird. Ja, aber das ist natürlich eine Zeitspanne dazwischen, ja, die natürlich zwei Jahre normalerweise beträgt, circa. Sonst? Ja. Na, sonst hat sie mir vieles auch über die Vergangenheit erzählt, ja, über einen ganz einen lieben Freund, der uns immer wieder beisteht, also das war faszinierend, ja. Da hat sie erzählt, dass wir mal im Spanischen Krieg wirklich waren, ja, da war ich allerdings ein Mann, lustigerweise, und es gibt solche Begegnungen, ja, und die reichen dann wirklich in die Jetztzeit hinein, also es gibt, ja, und ja, dadurch ist eine irrsinnige Verbindung da, ja.
Und was wären Sie gern geworden, wenn Sie es sich aussuchen hätten können? Tja, Burgherrin. Na, das passt das ja nicht zu Ihnen. Ja, das ist super. Burgherrin. Ja, ich fühle mich auch sehr dorthin gezogen, also zu alten Gebäuden und großen, diese richtigen Schlösser, aber das ist ein bisschen zu groß. Aber Burgen, alles, was mystisch ist. Wann spüren Sie es, dass Sie wirklich geliebt sind? Wenn man eine Wärme spürt, eine Geborgenheit, ein sehr wohliges Gefühl hat einfach, ja. Und man sich wirklich verlassen kann, auch wenn man denjenigen nicht sieht ständig. Suchen die Männer dieses Gefühl bei Ihnen? Oder ist ja, genau. Ja, so ist es, ja. Stimmt. Die Mama? Ja, genau. Genau, 100%, ja. Mhm. Genau. Und ich brauche aber genau, ich brauche einen Fels, ja. Ich brauche wirklich ein stattliches Mannsbild, ja, der wirklich selber weiß, was er tut und was er macht und was er sagt und das dann auch einhält. Keine Depressiven bitte, ja, und auch keine so Znichteln, also die mitfangen nichts an. Die werden zerdruckt. Also das ist, genau, so ist es.